Wie rüste ich einen Mi'kmaq-Brenner mit einer Drahtführungsspirale zum Verschweißen von Stahldrähten aus? Das erkläre ich euch in diesem Video. Als allererstes braucht man das passende Werkzeug. Natürlich die Drahtführungsspirale für den passenden Durchmesser, zum Beispiel für 1/2er Draht mit der roten Kennzeichnung. Eine Spitzzange, einen Seitenschneider, das Kapillarrohr, ein Brennerschlüssel, die passenden Drahtführungsrollen, in dem Fall die Unirollen 1012 und die Brennerverschleißteile, eine Stromdüse und eine Gasdüse. Als erstes entfernen wir aus dem Brenner die alte Seele. Dafür breiten wir den Brenner am besten gerade bzw. nicht in kleinen Schlangenlinien oder so zusammengerollt aus, weil dadurch können wir besser die alte Seele aus dem Brenner entfernen. Zum Entfernen der Seele benötigen wir den Brennerschlüssel, womit wir am Ende bzw. am Eurozentralanschluss die Überwurfmutter entfernen und vorne am Brenner die Gasdüse abschrauben bzw. die Stromdüse inklusive Gasverteiler und Düsenstock abbauen. Nachdem die Verschleißteile entfernt wurden, können wir die Seele aus dem Brennerschlauchpaket herausziehen. Nachdem die alte Seele entfernt wurde, können wir die Drahtführungsspirale auf der Seite von dem Eurozentralanschluss einführen. Nachdem wir die Seele eingeführt haben, schieben wir die Seele bis zum Anschlag in den Eurozentralanschluss ein, schrauben die Überwurfmutter auf und ziehen diese mit dem passenden Schlüssel fest. Danach schrauben wir den Düsenstock auf den Brennerhals, ziehen diesen wieder mit dem passenden Schlüssel fest und schneiden dann die Seele bündig an dem Düsenstock ab. Nachdem die Seele passend abgeschnitten wurde, können wir wieder den Gasverteiler aufsetzen, die Stromdüse einsetzen und mit dem passenden Schlüssel wieder festziehen und danach die Gasdüse aufsetzen. Somit ist der Brenner fertig ausgerüstet und dann beginnen wir mit dem passenden Ausrüsten des Drahtvorschubgerätes. Mit der Spitzzange ziehen wir das alte Drahtführungsröhrchen aus dem Eurozentralanschluss heraus. Danach können wir das Kapillarrohr schon mal in den Eurozentralanschluss einsetzen. Der Rest wird durch Anschrauben des Brenners überbrückt. Nachdem wir den Brenner festgeschraubt und angeschlossen haben, können wir die passenden Rollen montieren und den Anpressdruck, wie er in der Tabelle über dem Drahtvorschub zu finden ist, einstellen. Somit haben wir den Brenner und den Drahtvorschub passend zum Verschweißen von Stahldrähten ausgerüstet. Jetzt fehlt nur noch das Einfädeln des Drahtes und Einstellen des passenden Jobs. Wollt ihr mehr zum passenden Ausrüsten eures Schweißgerätes oder dem Brenner erfahren oder zu anderen Dingen von EWM, klickt eins der Videos an.